Der Brucker Schlossberg, ein Blick von dort auf die Kornmessestadt, ein schöner Tag und Musik von Hans Tessing. Herz, was willst du noch mehr? So konnte man den Freitag, 17. Juli, ins Tagebuch schreiben. We went through thick and thin as you do as friends. Things did not turn out as we had planned. Heute haben wir die vierte Veranstaltung im heurigen Kultursommer in der Reihe Kultur am Berg und haben einen guten alten Freund eingeladen, nämlich Hans Tessing mit seiner Band. Und hoffen, oder sagen wir jetzt, kann ich schon sagen, haben auf guten Publikumszuspruch gehofft. Also diese Hoffnung scheint sich zu erfüllen. Living with the Blues. Ich bin der Hans Tessing, ich bin gebürtiger Holländer, aber schon seit 82 in Wien und bin Bluesmusiker, bin heuer eigentlich 50 Jahre unterwegs schon mit meiner Musik, also so eine ganz schöne Zeit. Und in Bruck war ich auch sehr oft, also beim Werner Hofer in der Forstschule und wir waren sogar mal einmal am Schlossberg vor vielen Jahren und es freut uns natürlich besonders, wieder hier spielen zu können auf diesem wunderbaren Platz. You ever been down, know what I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news. I've been living with the blues. Also ich bin bekannt als Bluesmusiker, aber am heutigen Abend spiele ich mit meiner Band, wo auch drei Sänger aus Zimbabwe mit sind. Also es gibt da auch afrikanische Einflüsse und es wird ein ziemlich buntes Programm werden. Und unser Pianist, Keyboarder Roland Guggenbichler aus Oberösterreich ist auch dabei. Und ja, es wird dann ein Programm auch fürs Publikum. We got many bridges to cross. Across.